Moinsen Guys, euer FIFA Sweater ist back am Start mit einem neuen Video auf diesem Kanal und heute spielen wir das Spiel bei First Silver Card gegen den lieben FIFA Joker. Wir haben auf unserer Seite Daryl Horgan, der erste, ich glaube er ist der erste Hero, den es in FIFA 17 gibt. Er hat auch Forster Skills und Forster Weak Foot beachtliche Werte. Und wie ihr jetzt mitbekommen habt, werde ich und der liebe FIFA Joker zu jedem Advent ein Buy for Sky rausbringen und heute machen wir halt das Ganze in der Silver Edition. Er wird wahrscheinlich mit Gogia von seinem Lieblingsverein Dynamo Dresden spielen und ich wünsche euch natürlich erstmal einen schönen zweiten Advent. Natürlich auch, dass ihr was Schönes in eurem Adventskalender in der Zeit bekommen habt und noch bekommen werdet. Und damit würde ich sagen, suchen wir jetzt die Spieler. So, alles ist eingestellt. Da suchen wir und es wird Boga. Den hatte ich, ich glaube, bei meinem irgendwie alle gegen Reus Video hatte ich, glaube, Boga in meiner Mannschaft. Könnt ihr mal reinschreiben, falls ihr das noch wisst. Als nächstes bekommen wir hier Vadilo. Auf der ZM-Position kriegen wir Jensen. Auf der ZOM-Position hoffentlich mal ein krasser. Nein, es ist Klaysen. So, kommen wir mal als nächstes zum Linksverteidiger. Gomez, okay, das ist schon was recht Gutes, muss ich sagen. Moretti. Ah, Leute, das kann es doch nicht sein, nur Crap. Nein, Innenverteidiger. Und es wird Lowry. Wieder ein Spieler aus der australischen Liga in der Innenverteidigung, wie in der letzten Episode, wo ich mit Wessel gespielt habe und der liebe FIFA Joker mit Wilson, also mit The Cheap George Bear. Könnt ihr gerne nochmal abchecken, verlinke ich gerade eben hier oben, falls ihr das noch nicht gesehen habt. So, genug geschnackt, jetzt kommt der Torwart. Jimenez, na, aber noch zum Rechtsverteidiger. Schwegler von RB Salzburg und unser letzter Spieler wird der Innenverteidiger sein. Jetzt hoffe ich mal, dass wir da was Gutes kriegen. Nein, Jakobsen. Jo Leute, ich kaufe jetzt erstmal die Spieler zusammen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim fertigen Team. Und das hier ist unser Team. Wir kommen leider nur auf eine 36er Chemie und das auch nur, weil wir uns einen Trainer mit in das Team reingenommen haben. Wie ihr sehen könnt, besitzen wir nur einen orangenen Link und jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr unser Spieler Horgan rasieren wird. Und natürlich bin ich auch sehr gespannt, wie das Team vom FIFA Joker sein wird. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im Match. Und da haben wir auch das Team vom lieben FIFA Joker. Er spielt wie gesagt mit seiner Dynamo Dresden Legende Gogi. Er hat sogar eine Movember Karte bekommen, aber ich glaube die hat auch nur 57 Physis. Sonst hat er ein ganz frisches Team, hat sogar mehr Chemie als unsere Mannschaft. Und auch noch einen starken ZM-Spieler vom FC Liverpool. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns zum ersten Highlight des Spiels. Horgan mit einem ganz präzisen Pass auf Klaysen. Der hier umgefault wird und ich glaube, das gibt Freistoß für unsere Mannschaft und den lassen wir mal durchlaufen, also just for fun. Mal gucken, ob Horgan gute Freistoß-Stats hat, 67, haben wir da einen, der besser ist. Nein, damit würde ich mal sagen, schieß mir das Ding aufs Tor. Horgan! Ganz gefährliche Chance hier für unseren Starspieler und jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass wir kein Konter gegen Tor kassieren wir auch nicht. Weit aufgerückt. Und jetzt kann er kontern. Über Patterson auf Ilsanka. Der ist zwar nicht so schnell, aber er findet hier die Lücke und sieht Romero. Javi Jimenez lässt abprallen, aber mit einer hervorragenden Parade. Romero, Moretti, Boga. Und da läuft Klaassen. Der sieht ja wunderbar war. Dino! Aber leider scheitern wir hier an Jones recht unglücklich. Schade. Jakobsen. Adio. Ah, mir fällt es zunehmend schwer, mich hier
hier irgendwie nach vorne zu spielen. Da ist Pettersen. Da steht es 1:0. Schwach hier von mir Verteidiger, natürlich stark von FIFA Joker gemacht, wie er sich hier durchspielt. Und da steht es nun mal 1:0 für seine Mannschaft. Und wir kassieren immer wieder unnötige Ballverluste. Stark. Nein, doch nicht so stark. Was tut da unser Spieler? Ja, Leute, zur Halbzeit kann man auf jeden Fall sagen, dass es ein relativ ausgeglichenes Spiel ist. Zumindest von den Schüssen aufs Tor. Und jetzt hoffen wir mal, dass Horgen in der zweiten Halbzeit vielleicht mal ein bisschen mehr auftritt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Highlight der zweiten Hälfte. Ogi, ja. Da muss ich direkt da drauf gehen. Das kann nicht sein, dass er da so frei zum Abschluss kommt. Larsen. Ja, er setzt sich einfach nicht durch. Doch jetzt. Klaassen. Klaassen. Nächste gute Chance. Jetzt muss aber auch mal Horgen mitkommen. Schön. Mit dem Roulette und er holt hier einen Elfmeter für unsere Mannschaft raus. Holy shit, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, was er denkt, wohin wir schießen. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Jetzt mal gucken. Morgen mit 74 Elfmetern, okay. Und da machen wir das Ding rein. Der gefaulte Horgen schießt hier selbst das 1:1. Wenigstens muss man sagen, das ganze Spiel über war ja relativ unauffällig, hat sich selten freigelaufen, aber in diesem wichtigen Moment ist es gut, dass er da ist. Morgen! Auf Vadilo, komm! Komm, mein Jung! Vadilo! Vadilo! Das gibt's doch nicht, Vadilo! Gut rausgespielte Chance von unserer Mannschaft und über unseren Topstar Horgen. Ja Leute, nach einer wieder spannenden zweiten Halbzeit geht es jetzt weiter in die Verlängerung und da werden wir mal schauen, ob sich entweder das Team von Horgen oder von Gorgia durchsetzen kann. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns zum ersten Highlight der Verlängerung. Gorgia, Stewart, stark, schwach von mir verteidigt. Oh, Gorgia schießt das Ding zum Glück auch noch drüber. Ja, unsere Abwehr ist hinten relativ weit offen. Alles klar, Gorgia. Gorgia, und jetzt macht er das 2:1. Er war das bessere Team. Macht ja auch verdient das Tor. Ja Leute, das Spiel ist vorbei, auf jeden Fall kann man sagen, dass schon der bessere Spieler und das bessere Team in diesem Fall gewonnen hat. Ist jetzt keine Ausrede, aber beim Bronze bei First Game muss ich natürlich auch sagen, dass ich da auch die bessere Mannschaft hatte und deswegen gewonnen habe. Auf jeden Fall würde ich mal zum Schluss des Videos sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Freut euch schon auf das Advents-Special zum 3. Advent und zum 4. Advent, weil da werden wir auch unsere bei First Game Serie weiterführen. Checkt auf alle Fälle seine Folge aus und damit würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent. Haut rein und ciao.